Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal ein Produkt aus dem Wellnessbereich. Los geht's nach dem Intro. Wir haben von der Firma Bob & Brad eine Massagepistole bekommen, die C2 Mini. Verpackung, ja, man sieht schon alle wichtigen Features. Ich gucke mal gerade nochmal drauf. Genau, man sieht, wie sie aussieht. Man sieht auf der Rückseite alle technischen Details, was sie kann, was alles so drin ist. Also hier ist eigentlich alles hervorgehoben, was man wissen muss. Made in China ist klar. Wo sonst soll die Sachen auch herkommen? Aktuell kommt eigentlich alles aus China. So, coole, stylische Tasche. Hardcase, richtig schön gearbeitet. Könnte man auch andere Sachen drin aufbewahren. Aber natürlich kommen wir jetzt erstmal zum Produkt. Die Firmengründer Bob und Brad sind zwei Physiotherapeuten, die schon langjährig praktizieren und die haben wohl das Gerät mitentwickelt. Von daher gucken die schon auf eine relativ lange Erfahrungszeit zurück. Daher haben wir uns von dem Produkt auch viel versprochen. Es ist auf jeden Fall richtig stylisch, es liegt richtig gut in der Hand, fässt sich gut an. Also hier hat man echt gut gearbeitet, sodass man mit dem Produkt natürlich auch selber gut arbeiten kann. Lieferumfang, klar, die Pistole zum einen, dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Massageaufsätze. Ich hole die mal gerade alle raus, dass ihr die seht. Ansonsten haben wir hier drinnen natürlich noch einmal die Anleitung, USB-C-Ladekabel und noch eine Ersatzdichtung, die auch noch mitgeliefert wird. Also, das passt alles. Tun wir die schöne Tasche mal kurz beiseite. Genau, verschiedene Massageköpfe. Von der Handhabung her eigentlich recht simpel. Man nimmt sich den Kopf, den man gerade möchte, einmal vorne hinein und er ist drinne. Zum Wechseln auch einfach nur abziehen, ein bisschen fester ziehen, weil der saugt sich ein bisschen fest. Und so ist das Wechseln eigentlich kein Problem. Ihr habt einmal zum Akkuladen hier unten auf der Unterseite Micro-USB, 2500 mA. Ist die Akkulaufzeit, ach Micro-USB, ich meine natürlich USB-C-Anschluss. Ihr habt hier hinten, ich mache ihn mal kurz an, dann seht ihr das auch. Einmal zum Anmachen länger den Anknopf drücken, dann fängt er auch schon an. Hier unten seht ihr den Akkustand. Ja, 4 LEDs, bei uns sind es gerade noch 3. Und ihr seht hier oben jetzt die Stärke, wie stark er sich im Prinzip dreht. Maximal sind es 3200 Umdrehungen in der Minute möglich. Das ist natürlich dann schon Wahnsinn, wie stark er das da macht. Ich mache es mal auf volle Stärke. Ihr hört es auch. Und seht auch, wie schnell er fährt. Ja. Geh nochmal runter auf die kleinste Stufe. Merkt man schon einen Unterschied. Genau, die stärkste Stufe, also Stufe 5 dann, 3200 mA anfangen tut's, 3200 Umdrehungen in der Minute, anfangen tut's mit 2000 Umdrehungen in der Minute und dann natürlich wahlweise immer ein bisschen mehr, je nachdem, wo ihr das Gerät nutzt, in welcher Körperregion. Laut Angaben des Herstellers könnt ihr das wirklich überall nutzen. Es hat natürlich verschiedene Funktionen, wobei es euch helfen soll. Klar, wenn ihr Verspannungen irgendwo habt, kann es die lösen, baut Stress ab, ihr habt eine bessere Durchblutung, ihr verbessert eine Beweglichkeit. Ich persönlich hatte hier neulich starke Rückenschmerzen, konnte man hiermit super behandeln, so, die Muskeln werden ein bisschen weicher, ein bisschen wärmer und man fühlt sich danach wirklich fitter, wie so nach einer Physiotherapie, nach so einer leichten Massage. Im Heft oder in der Anleitung steht auch beschrieben, die muss ich mir auch natürlich in dem Fall zur Hand nehmen, weil ich nicht wusste, welche Aufsätze für welche Körperregionen und wann man die einsetzen soll, genutzt werden sollen. Dann zeige ich euch mal kurz, aber das seht ihr dann noch alles auf der Seite. Hier ist wirklich erklärt, beispielsweise diesen Aufsatz, den, wie heißt der, den Gabelkopfaufsatz ist dann für die Rückenmuskulatur gedacht, dass man wirklich links und rechts von der Wirbelsäule entlang gehen kann und da mit leichtem Druck dann die Verspannungen lösen kann. Und so wird wirklich jeder einzelne Kopf durchgegangen und auch dann Infos gegeben, für welche Körperregion die da sind. Ja. Also das ist wirklich sehr übersichtlich, sehr einfach gemacht. Die Anleitung habe ich gut verstanden und war sehr hilfreich wirklich bei der Benutzung des Gerätes an sich. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns.
Aktiviert außerdem die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von uns online gehen. Die Pistole an sich hat hier oben die Wärmeabfuhr, weil das Gerät wird warm. Klar, hier entsteht Reibung und durch die Bewegung arbeitet es und wird warm. Hier kann die Wärme sehr, sehr gut ablaufen. Trotzdem wird das Gerät ein bisschen warm. Nicht erschrecken, es wird nicht heiß oder es besteht keine Gefahr, sich da zu verbrennen. Allerdings, hier oben sollte man nichts drauf machen oder drauflegen. Das sollte frei sein, damit da die Wärme gut ablaufen kann. Ja, in unserem Test, wie gesagt, bei mir, ich hatte Schmerzen, hat mir das geholfen. Es hat die Muskulatur gelockert, es war besser durchblutet und der Schmerz hat nachgelassen. Solche Geräte, denke ich, sind immer mehr im Trend. Das Modell an sich liegt jetzt bei 99 Euro. Es verspricht das, was es hält, also wirklich Entspannung oder auch schmerzlösend. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Falls ihr Fragen zu dem Produkt habt, helfen wir euch natürlich auch noch gerne weiter. Schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten tun wir euch in die Infobox alles Weitere hinzufügen. Vielen Dank und dann bis nächstes Mal. Macht's gut.